Im idyllisch gelegenen Bischofsheim an der Rhön findet man in der ehemaligen Holzschnittschule einen verborgenen Schatz. Die Kleinkunstbühne Wagner. Das Ensemble besteht aus Darstellern zwischen 8 und 21 Jahren und steht unter der Leitung der zukünftigen Regisseurin Lisa Wagner. Vor der Vorführung waren wir mit ihr und einigen anderen Verantwortlichen zum Interview verabredet. So konnten wir spannende Details über die Ursprünge des Theaters, die Entstehung der Stücke und die Arbeit an diesen in Erfahrung bringen. Wie ist das Theater entstanden? Kannst du mir irgendwas zu der Geschichte erzählen? Wessen Idee war es? Okay, also die Idee kam von meiner Mutter und von meiner Schwester und von mir, weil wir eigentlich einen Tanz unseren Nachbarn vorführen wollten. Ich sagte, wie wäre es denn eigentlich, wenn ihr König der Löwen? Also da haben wir noch eine Kassette und da könntet ihr das ja danach spielen. Ja, und so fing das dann an. Da haben sie dann die Nachbarn eingeladen und die Nachbarn, die kamen damals so richtig schick, wie wenn sie ins Theater gehen. Und dann haben wir noch einen Sekt ausgeschenkt und ja, und dann, das war so der Anfang und was sie einfach auch animiert hat. Und dann nach einer Zeit haben wir König der Löwen ein zweites Mal nochmal aufgeführt, dann sind aber Freunde dazugekommen nach von uns. Und dann saßen die auf dem Felsen, denn da hatten wir einfach Gerümpel aufeinander gestapelt und einen Teppich drüber gelegt. Und dann haben die oben auf diesem Gerümpelhaufen, der dann immer schwankte, haben die dann Hakuna Matata gesungen. Und das fand ich schon sehr ulkig, muss ich sagen, ja. Und dann kam Mary Poppins, da wurde dann das Bühnenbild etwas professioneller. Das war für die Kinder schon ganz was Besonderes, hinter einem Vorhang zu stehen. Und bei Cats haben wir dann auch das eigene Drehbuch geschrieben, beziehungsweise die Gisela, und ich habe ihr so ein bisschen dabei geholfen. Und da habe ich dann die Regie übernommen oder halt versucht zu übernehmen. Und das ist es dann einfach schon professioneller geworden. Da hat dann mein Mann gesagt, also jetzt brauchen wir da eine Bühne. Die nächste Steigerung war dann eben zu sagen, okay, wir bauen jetzt dieses Podest, die Bühne selber mit einem echten, richtigen Bühnenvorhang. Und das haben wir dann durchgezogen. Es war zwar auch eine sehr aufwendige Sache, aber wir Eltern, wir hatten dann alle mitgeholfen und auch Mitarbeiter aus unserem Betrieb, die haben dann tüchtig mitgeholfen und so ist es dann in, ich möchte sagen, so 2 Wochen Arbeit stand dann die Bühne. Dann war das nächste Musical Tanz der Vampire. Das haben wir dann ein bisschen umgeformt, weil es wegen dem Glauben ein paar Schwierigkeiten gab. Und da haben wir dann auch wieder das Drehbuch dazu geschrieben und eben versucht auch selber zu sprechen. Und jetzt bei unserem heutigen Musical, ein Musical erwacht, da haben wir die komplette Handlung erfunden und dieser Handlung eben mit einem Medley aus unseren letzten vorgeführten Stücken zusammen konstruiert. Nun wird es Zeit, einen Blick auf das Geschehen im Innern zu werfen. Nicht nur die Kostüme und die Bühne, sondern auch die Technik sind vollständig in Eigenarbeit entworfen, gebaut und installiert worden, nachdem sich alle Helfer mit Begeisterung in die Materie eingearbeitet haben. Wie entsteht ein Drehbuch? Gibt es etwas Besonderes, was Sie beachten, oder? Ja. Also zunächst mal brauchen wir die Idee. Und dazu setzen wir uns zusammen, in der Mitte vielleicht einen guten Rotwein. Und dann muss erstmal die Idee gefunden werden. Und dann wird das immer bunter, immer lustiger, bis wir irgendwann an einem Punkt angelangt sind, wo wir sagen, okay, das nehmen wir als Plot. Und dann denke ich mir schon so ein bisschen was aus. Und dann setzen Lisa und ich uns zusammen und beginnen erstmal das Schreiben. Womit fangen wir an? Wo könnte das spielen? Wir überlegen uns Drehorte, entwickeln so langsam die Geschichte als solches. Dann in diesem Fall war es ja so, haben wir das Drehbuch ja wirklich alleine geschrieben. Also wir hatten keine Vorlage, sonst haben wir das etwas anders gehandhabt. Und dieses Mal mussten wir es uns ja komplett ausdenken. Und da habe ich es dann halt nochmal überarbeitet, dass wir einen guten Kulissenwechsel haben, dass wir darauf achten, dass die Schauspieler so auf und ab gehen von der Bühne, dass wir sie auch umziehen und schminken können. Also nicht, dass sich das überschneidet. Das war
ja, ein wichtiger und auch schwieriger Punkt, muss ich sagen. Und dann haben wir die ganze Geschichte nochmal gemeinsam überarbeitet. Und dann läuft es so, dann wird das erstmal ausprobiert. Das ist ja jetzt erstmal nur ein Papiertiger. Und dann probieren wir das Ganze aus. Lisa probiert es aus mit den Schauspielern. Und wenn dann Unstimmigkeiten sind oder es kommt eine Rolle dazu, es fällt eine weg oder sowas, dann sind wir ganz flexibel. Dann handhaben wir das irgendwie, dass wir das noch einarbeiten oder wegstreichen. Oder manchmal merkt man gar nicht, dass man als Erwachsener einen Zungenbrecher gemacht hat oder dass irgendwas geschrieben worden ist, was ein Kind so oder nie sagen würde. Ja? Das wird dann natürlich auch glatt gebügelt. Was sind Ihre Aufgaben hier hauptsächlich? Naja, also ich habe das jetzt so ein bisschen überwacht. Eigentlich bin ich der handwerkliche Bereich und der technische Bereich. Dadurch, dass das ja alles von Eltern mitgetragen wird, sage ich mal, und organisiert wird, bin ich halt der technische Bereich. Ich besorge das alles und dadurch, dass wir hier natürlich auch wohnen, bin ich auch immer mal hier, sage ich, und kann auch kleinere Handgriffe schnell mal erledigen. Und ja, wie gesagt, für die Technik bin ich dann zuständig. Haben Sie eine spezielle Aufgabe? Ja, ich bin hinten im Backstage-Bereich, wenn man das so sagen darf, fürs Schminken zuständig. Und ich habe dieses Mal noch Masken für die Vampire angefertigt. Wie viele Zuschauer werden denn bei jeder Aufführung erwartet? Also gut, jetzt heute zur Premiere sind wir voll, das heißt 80 Plätze. Also und mehr wie 80 Plätze wollen wir auch nicht also stellen, weil sonst wird es wirklich dann zu eng. War es schwer, diese Idee umzusetzen? Naja, also es hat halt sehr viel Arbeit alles gemacht. Und ich glaube, wenn man das nicht mit Spaß betreibt, dann rentiert sich das nicht, das zu machen. Vor den Aufführungen, ab wie viel Uhr trefft ihr euch? Ab wann macht ihr euch fertig? Also so circa 2 bis 1,5 Stunden. Und dann fangen wir halt mit den ersten 10 an. Die schminken wir dann, machen fertig und so. Und dann kommen die anderen nach und nach. Hat sich im Laufe der Zeit an der Arbeit mit den Kindern noch etwas geändert? Sie wurden ja auch älter. Ja, sicher, klar. Also sie sind ernsthafter geworden. Man kann anders mit ihnen arbeiten. Das ist auf jeden Fall. Also sie haben sich auch mit der Zeit an Lisa gewöhnt, die ja eigentlich ähnlich alt ist, wenn nicht sogar jünger als der älteste Schauspieler. Aber sie hat die Autorität bei den Kindern voll in der Hand. Wie funktioniert denn die Finanzierung dieses Theaters? Also das ist wirklich auf privaten Bereich. Gut, jetzt dieses Jahr haben wir wirklich vom lebendigen Bischofsheim, das ist auch so ein kleiner Verein, die sich eben so für Kulturelles ein bisschen, ja, wo sie was spendieren oder wie auch immer, oder dann halt Geld wirklich auch wegen so zum Einsatz bringen. Von denen haben wir eine Spende bekommen und sogar von der Sparkasse Bischofsheim, weil wir jetzt mittlerweile doch etwas bekannt sind, ja, und sie auch wissen, für was wir das machen. Und sonst aber, ja, und dann halt noch die Eintritte. Also Eintritte verlangen wir ja nicht, sondern wir verlangen ja eine Spende und da werden dann schon die Kosten abgezogen. Möchtest du auch später in diese Richtung gehen, beruflich? Ja, ich will Regisseurin werden. Sind Sie Stammgast? Kommen Sie öfter hierher? Ich bin das erste Mal hier. Wie ist Ihr Eindruck? Super. Ich bin total beeindruckt von der Leistung, die da drin bringen. Ja, ich war letztes Jahr schon einmal da, aber da habe ich nur den Schluss gesehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, dieses Jahr gucke ich es mir komplett an. Und war bis jetzt begeistert, muss ich sagen. Also ich bin das erste Mal hier. Aber es gefällt dir? Ja, ist gut. Würdest du wiederkommen? Ja. König der Löwen, Hammer. Ohne Scheiß. Wir sind sozusagen Stammgäste. Ja, wir waren immer hier. Was sagt ihr denn zu der Entwicklung? Ist es mit der Zeit besser geworden? Gefällt es euch jetzt besser? Oder? Ja, es ist auf jeden Fall besser geworden. Ich finde es voll cool. Ach, super, wie sie das macht. Ich bin beeindruckt davon, wie sie das plant und auch die Eltern das alles so schön mitmachen. Also ich würde, wenn wieder was ist, bin ich auf jeden Fall wieder hier. Also war super und hat mir gefallen, ja.